Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme von Bionic Dudes. Wir müssen noch mal eben schnell in den Loot gucken, aber ich meine, da war nichts Spektakuläres bei. Oh, das sieht gut aus. Vielleicht auch gebrauchen. Das kann weg, das kann weg. Oh, für 90 Power nur, die Effekte sind auch nicht so prickelnd. Mal eben gucken. Shield finde ich, glaube ich, ganz cool, so generell. So, ich verkaufe erstmal das und das. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht irgendwo noch ein bisschen was Shield-mäßig rausholen können. Hier zum Beispiel Damage Reduction. Shield. Na, ich glaube, er hat schon 1000 Shield. Ich würde gerne mit allen so über 300 kommen. Das würde nämlich, glaube ich, bedeuten, dass so ziemlich jeder was. Also die ersten Treffer auf jeden Fall überleben könnte. Hier haben wir sogar ein Trap-Skill-Level. Das nehme ich. Dann haben wir wohl noch ein bisschen zu wenig Power. Müssen wir mal gucken. Das produziert hier noch Power und bringt auch nochmal Shield. Damit haben wir unseren Science doch schön gepusht ein bisschen. Können wir hier noch was? Ah, das produziert Power. Das wollen wir nicht austauschen. Eins mit. Ah, hier können wir richtig dick machen jetzt, ne? Aber wir haben auch weniger Power wieder. Lassen wir ihn erstmal so. So, er hat noch recht wenig Shield und er hat sogar noch weniger. Mal gucken, ob wir hier noch. Vielleicht ein Teil. Das könnte man zum Beispiel mal austauschen. So, das passt auch powertechnisch. Dann noch der Ninja. Sensorreichweite, Propulsion States. Attack Power to Weapon Damage Reduction. Shield. Was haben wir hier? Max Shield Regen, Regen Max Shield. 25. Wird nicht viel bringen, ne? Ganz im Gegenteil. Hier vielleicht eins austauschen. Was bringt das in Propulsion? Bringt Stealth Action? Da haben wir aber gerade nichts. Gut. Dann den Wheeling Laser. Da könnten wir das nochmal eben reintun. Denn ich habe hier Hoffnung. Ja, wir erhöhen den Area of Effect, sehen wir hier. Eine Linie. Und hiermit sind zwei. Finde ich, glaube ich, ganz gut. Aber ich sehe schon, wir haben wieder ein... Falsche Taste. Ein Power-Problem, oder? Habe ich mich jetzt verguckt? Ja, da haben wir wieder zu wenig Power. Da müssen wir noch ein bisschen was rausholen. Den können wir eigentlich rausschmeißen. Der macht ja gar nichts. Sollen wir mal im Store gucken, was wir da so Tolles finden für Propulsion. Wir haben 2-3. Teuer, das passt. Passt aber nicht in den richtigen Slot. Das passt, bringt uns aber keine Energie. Konsum. Konsumt alles Power. Nur das würde welche produzieren, können wir uns nicht ganz leisten. Und ist ein Reaktor. Allerdings auch Fett Shield. Sollen wir überlegen, ob wir hier durch verkaufen könnten wir da rankommen. Was könnte man denn hier raushauen? Das brauchen wir eigentlich nicht. Verlieren wir zwar ein paar Stealth-Action, denke ich. Sollen wir mal überprüfen. 41 haben wir so. Und so drei Stück. Aber dafür könnten wir halt auch. Also das und das kann erstmal weg. Und das finde ich auch bisher nicht so. Weil man da vielleicht nochmal eben gleich gucken könnte bei Sold. Jetzt könnten wir uns das schon leisten. Bringt enorm Fett. Ah, ich habe vielleicht noch eine Idee. Wir können mal eben gucken, ob wir das nicht hier vielleicht reinpacken können. Irgendwas, was auch produziert. Meine Güte. Da. So. Passt das powertechnisch? Das passt. Oh, und wir sind ganz schön dick geworden. Jetzt kann unser Ninja nämlich dieses Ding bekommen. Oh. Und wir können dann theoretisch vollhauen ohne Gleichen. Ich hätte ja immer noch gern was anderes für Propulsion. Können wir da noch was leisten? Nee, ne? So, das behalte ich nochmal. Das kann weg. Ach, machen wir alles raus.
alles raus, das keine Miete zahlt. So, jetzt aber. 5 Minuten ausgerüstet. Ich habe mir überlegt, die Robot-Command Center, was wir machen, im Moment kommen wir ganz gut voran. Das könnte gut sein, wenn wir schneller zum finalen Kampf kommen. Gerade eben, weil wir gerade ja hier enorm viel weggehauen haben. Aber zuerst würde ich die nächsten 3 Missionen nochmal hierhin unterwegs sein, um den Epic Ninja Exo-Raum freizuschalten. Denn das Epic Upgrade ist doch besonders stark. Und dabei können wir noch einige Teile absahen, denn hier gibt es doppelt so viele. Können wir schön die Stats anpassen, wie wir wollen, deswegen rein ins Vergnügen. So, die Mission beginnt mit einem Ninja-Bot. Ninjas mit einer Schrotflinte. Oh yeah! Und einem, umso näher wir kommen, umso weniger sehen wir. Aber wir müssen gar nicht so nah ran, weil unsere Laser arschvoll Reichweite haben. Hier haben wir noch einen Ninja-Bot. Und was, um die Umgebung zu scannen, ganz gut. Wie viel HP hat das Ding eigentlich? 115. Aber die Maschinengun macht schon 215 Schaden, da brauchen wir keinen Laser für verschwenden. Und hier ist ein Blaster Master, den kennen wir schon. Aber wir kommen so nicht dran. Deswegen warten wir mal eine Runde. No. Silent Spots sind auch wieder mit von der Partie. Aber wir haben einen Loot-Container bekommen. Aber die Silent Spots, die mag ich ja nicht so. Dieses Damage rumschieben ist immer so eine Sache, das lässt sich schwer berücksichtigen oft. Was ist denn das hier? Boah, das schreit aber nach Bums. Aber der Terminal macht alle Bots in der Nähe berserk. Das brauchen wir, glaube ich, gerade nicht so. Kriege ich das hin, das wegzuhauen und dann noch? Bestimmt, ne? So, dann könnte ich nämlich jetzt hier die Propulsion reinhauen. Und erwischt alle gleichzeitig. Wenn er alle gleichzeitig tötet, können die so viel Schaden hin und her schieben, wie sie wollen. Hat tatsächlich einer überlebt. Also können sie wohl doch nicht so viel Schaden hin und her. Mein Gott, haben die Minen inzwischen viel AP. Hin und her schieben, wie sie wollen. Da steht noch einer in der Ecke. Und wir haben eine gehackte Tür. Eine hackbare Tür mit einem Stealth-Generator. Schön. Ah, hier, das sieht man jetzt. Die Reichweite erhöht. Jetzt können wir ordentlich durch die Gegend spraten. Jetzt brauche ich aber einmal Long Range für den Fuel Tank. Vor den habe ich ja sehr viel Respekt, wie wir alle wissen. Deswegen schicke ich diesmal vorher die Reichweite. Und lass krachen. Oder auch nicht, weil falsche Waffe. Jetzt aber. Bam. Ui, das Ding hat überlebt. Achso, hat Schaden geteilt wahrscheinlich. Ouch. Systems offline. Ich werde jetzt einfach alles wiederholen, weil die sagen. Ein MK11 Power Adapter. Klingt nach Energie. Als Common Loot. Eine falsche Mauer. Mit einem Blaster Master dahinter. Und sonst nichts. Damit ist der Flügel schon mal abgeschlossen. So, ein verbleibender Weg noch. Ich habe keine Ahnung, wie groß das Level ist. Parzfabrik klingt jetzt nicht so spektakulär, wahrscheinlich normal. Wahrscheinlich so in 5 bis 7 Minuten dann auch durch, denke ich. Im Moment sehen wir auch noch keine richtig heftigen Bots hier. Wobei es halt immer noch... Oh! Dankeschön, der Silence-Bot hat für uns die Arbeit abgenommen und den Ninja da besprengt. Ist immer gut, wenn man sich auf seine Kollegen verlassen kann. Silence. Pool. Terminal, der alle Türen aufmacht. Den hätte ich wohl gerne. Riskiere ich dafür? Also ist gut. Oder auch nicht. Das ist aber nicht meine Schuld. Ach so, er leitet wahrscheinlich auf dem Fuel Tank auch weiter. Das kann man ja nicht riechen. Wenn nur diese beiden... 3 Sorten an Bots hier. Ja, wenigstens muss man die Maus nicht so viel bewegen. Also eigentlich ist der Silent Bot für leicht faule Spieler auch ein Bombbot. Ach, das war die, die uns nach Hause laufen wollen.
Das ist praktisch so ein Silent Bot. Da brauchen wir die Hand gar nicht bewegen. Einfach nur rechte Maustaste spammen. Da haue ich eine Granate rein. Oder eine Plasma Rifle. Denke ich. Muss man eben gucken, was wir hier haben. Hier haben wir noch einen Chatbot. Den haben wir dieses Level auch noch nicht. Kennen wir aber schon. Und der Terminal, egal. Kann ich da jetzt nicht irgendwie... Ah ne, das kriege ich nicht so geschossen, dass ich da die beiden treffe. Ich schieße mal trotzdem eine, nur um die mal benutzt zu haben. Ich habe dann den Blaster Master dann getötet. So. Der Raum ist also auch fast clear. Ja, Moment, also die nehmen einen sogar die Arbeit noch ab hier in den... verzwickten Räumen ist es ganz praktisch, wenn man auf ein Ziel schießen muss. Schon wieder den Eindruck, der Ton ist schon wieder enorm laut. Ich hoffe, das ist nur bei mir so. MK8 CPU Overcharge of Density. Oh, wow. Gott sei Dank ist der inzwischen richtig fett. Hier ist noch ein Chatbot. Meine Güte, die machen ja Schaden. Eieieiei. 4000, da brauchen wir was Heftiges. 483. Ne, passt nicht. Da muss ich jetzt echt dafür einen, so einen. Ich glaube, ich mache das lieber. Und er hat... Er ist nicht gestorben. Wir haben unseren Epic Assault Suite verloren. Hat noch 61 HP. Zieh mich mal einmal zurück und wechsel die Waffen. Und dann jetzt können wir den so nicht schmelzen. Aber so. Okay, Damage Reduction. Weiß ich gar nicht, ob man das sehen kann. Kann man das sehen? So, jetzt nicht, aber vielleicht hat er auch keine. Achso, Stealth ausmachen. Der kann nicht hacken, dann nehmen wir den. Der hat ja noch genug Hackpunkte. Irgendwie noch 72 jetzt. Ist natürlich ärgerlich, wenn der Big Chef tot ist. Wird die Runde direkt viel spannender. Können wir unsere Munition nachfüllen? Brauchen wir noch nicht. Einzige interessante... konnte man da eigentlich noch lang? Ja, aber nur so ein bisschen. Wäre gleich vielleicht das Stealth nochmal voll zu machen. Achso, ich bin auf ihnchen. Why was I programmed to feel pain? Eieieiei. Kann ich das jetzt machen? Nee, ne? Zieh mich mal einmal zurück und deploy da einen Turret. Und geh da. Der müsste das regeln können. Müssen wir den jetzt töten, um da... Ah, guck mal, hier können wir sehen, was das... Was unser Trap Skill bringt, 60 Attack Power, 180 Max Shield, 1 Attack Range und 15 Ammo. Down ist die Hölle los. Da bemühen wir den Raketenwerfer. Und kriegen den Silent Spot damit natürlich nicht kaputt. So, ich werde nochmal. Wie kann ich den? Kann ich den irgendwie. Ach, ich lass die mal kommen. Offline. War nur der eine. Dann holen wir die anderen auch nochmal. In der Hoffnung, irgendwer das Ding da kaputt macht. Gut, geschafft. So. Und jetzt würde ich als nächstes mal eben, glaube ich, den Stealth voll machen gehen. Und die Ecke da noch klären, bevor wir gleich da sowieso wieder zurückrennen müssen. Machen wir das eben. Stealth wir da oben. Der Ninja braucht, dann könnte ich den letzten Punkt eben noch raushauen hier. Hallo Ninja Bot, ich bin die Ninja Exo. Ah, hier geht's auch noch weiter. Mal gucken, wie weit. Na, noch ein ganzes Eckchen. Mit der Chatbot, der ist schon wach. Und ein Silence Bot. Wir sprengen die Minen mit unserer ganzen Munition. Da, 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 da. Minen sprengen. Macht so viel Spaß.
Hier nehme ich den Ninja. Und den Wielding Laser. Kann ich den nicht einmal nach hinten? Doch. So. Die wuseln sich da immer raus hier. So, ist der jetzt aufgebraucht? Da kommt noch ein Blaster Master. Und hier unten geht's weiter. So, ich hole mir jetzt erst den Stealth, sonst renne ich gleich wieder eine Stunde zurück. Wir brauchen Muni. Ja, Muni brauchen wir noch nicht. Dum, 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 dum. Also mal echt, die Musik bei Arsen Games ist ja wieder Hammer. Im Moment ist übrigens Iowa im Sale. Ich werde vielleicht noch ein Showcase dazu machen. Wobei ich da finde, schwer finde, das Spiel gut vorzustellen, weil es doch eigentlich ein Spiel ist, was man selber spielen muss. Weil der Flair entfaltet sich auch bei Iowa erst, wenn man es selbst spielt. Aber die Optionen und so könnte ich vielleicht mal einen Blick reinwerfen und mal einfach eine Runde starten. Da hatte ich auch schon mal überlegt, ob ich da nicht mal ein gelegentliches Let's Play mache. So, wieder zurück zum Thema. Wir sind am Ziel. Aber ich denke, die Ecke nehmen wir noch mit. Wir sind ja nicht so. Für die tote Epic Exo möchte ich auch auf jeden Fall Loot kassieren, weil hier bedeutet ja jeder, möchte ich wissen, was das Ding kann. Ich möchte lieber ohne zu sterben hier durch. Gehört auch, dass wir für jeden überlebenden Bot zwei Loot-Teile diesmal kriegen. Recoil-Bot. Aha, wenn der stirbt, sind alle Roboter in der Nähe in Rage. Was immer das heißt. Ein Absent-Minded Leaderbot. Oh, die haben einen etwas stärkeren Angriff. Mit einer Shotgun. Und erhöhen Attack von anderen. Da. Oh, den kriege ich auch nicht mit einem Schuss weg, außer ich nehme den Rocket Launcher. Der mich wahrscheinlich selber mitbrät. Nee. Da ist mir das nicht zu schade. Silent Spot, da können wir das auch nehmen. Nur den Loot-Container hier wegmachen, damit wir da durchkommen. Eine falsche Mauer. Noch eine falsche Mauer. Eine Tür und da ist noch ein Raum. Mit einem Ninja. Drecks-Ninja immer, ey. War jetzt an die EverQuest-Spieler. Die kennen den Satz vielleicht noch. Wobei es das auch in vielen anderen Online-Rollenspielen gibt. Aber wurscht. Für Ninja gilt das gleiche wie für Cheetah. Und das muss ich, glaube ich, nicht sagen. Hey, wir haben noch 42 Hacking-Punkte. Warum können wir da nicht rein? So, Shield Recharge Station trifft sich gut. Die nehmen wir mit. Ach, ich war auf Ninja gerade, ne? Deswegen kann man da nicht rein. Ah! Ei! Eieiei! 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 Und weg. Oh Mann, ey. Das war, glaube ich, nicht die schlauste Entscheidung. Jetzt habe ich ja fast noch ein bisschen Angst, weiterzugehen. Wenn ich nicht noch dicke Raketen hätte. Oh, wie weit explodieren die? Ah, testen. Nicht so weit, gut. Der Bombport. 369. Kann ich den nicht sehen? Na, komm, egal, wir sind sowieso sofort durch. Oh, okay, der lässt die Dinger explodieren. Gut zu wissen. Also merken, Bombbots explodieren Bombenplattformen, aber meine Missile nicht. Zumindest nur nicht, wenn sie nur indirekt trifft. Schon wieder Loot verschwendet. Aber. Na komm, dann nehme ich die letzte. Nein! In der Ecke brauchen wir nicht gucken, da ist eh nichts.
Ja, schön, dass du einen Kaffee hattest. Salut. Wieder einige Sachen bekommen, aber da prügeln wir uns nächstes Mal durch. Die Folge dauert schon etwas länger. Ich sag bis zum nächsten Mal, euer Schumbock.